Impfnacht in der Messehalle Cottbus. Die überregionale Impfstelle Cottbus plant diesen Samstag eine lange Nacht des Impfens. Zusätzlich zu den regulären Zeiten von 10 bis 18 Uhr ist das Impfzentrum bis 2 Uhr morgens geöffnet. Auch für Spontanimpfwillige lohnt es sich, einen Blick in den Terminkalender zu werfen. Weitere Informationen findet man unter cottbus.de/corona. Kein Wochenmarkt am Oberkirchplatz. Der Wochenmarkt am Samstag wird verschoben. Da die Händlerinnen und Händler bis zum Jahreswechsel für ihre Kundschaft da waren, legt jetzt ein Großteil der Händlerschaft in der ersten Woche eine kleine Pause ein. Ab dem 15. Januar findet der Markt wieder wie gewohnt am Oberkirchplatz statt. Aktion Dreikönig singen im Lausitzpark. Die Sternensinger sind nach einem Jahr Pause wieder unterwegs und spenden den berühmten Segen. Am kommenden Samstag singen die Kinder von 10 bis 12 Uhr im Lausitzpark anlässlich des Feiertages der Heiligen Drei Könige. Die Aktion möchte darauf aufmerksam machen, unter welchen schwierigen Bedingungen Kinder in Afrika aufwachsen müssen. Besucherinnen und Besucher sind dazu aufgerufen, zu spenden. Das Geld kommt gemeinnützigen Projekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan zugute. Die Eindämmung von Malaria, die Folgen des Klimawandels und die Bekämpfung der Hungersnöte sollen somit vorangebracht werden.